Miriam zeichnet auf Höhe ihrer Augenbrauen das Symbol der Hörner des Tieres. Sie hat sich gekratzt an der Stirn? Ich liebe sowas. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Hier eine Art Doku über eine Droge aus Kinderblut. Dieses Video und diese Droge werden euch präsentiert von Sir Sully, also rein. Voilà, je prends la parole pour témoigner, parce que j'ai vu des gens sur les réseaux qui disent que... Der sieht aus wie einer der angeheuerten Nazis bei Leg dich nicht mit Sohan an. Okay. Wirklich? Okay. Wirklich? Der sieht aus wie einer dieser Rednecks aus Leg dich nicht mit Sohan an. Du hast diesen Film viel zu häufig gesehen. Ich habe bei mir schon lange her. Ich habe diesen Film in meinem Leben überhaupt nicht viel zu häufig gesehen. Olli, ich habe dir schon mal gesagt, ungefähr 70 Mal ist nicht viel zu häufig. Flo, du hast ein Problem. Cyril Hanouna et Miriam Palomba seraient à la tête d'un immense trafic d'adrénochrome. Diese Parodie hätte ruhig in den Tiefen des Internets verschwinden können. J'ai des informations selon lesquelles Francis Lalanne serait également impliqué dans l'enlèvement d'enfants avec des chansons telles le jour de fuite. Doch als ich das Video entdecke, bringt es Twitter, heute Ex, buchstäblich zum Kochen. Ich weiß ja nicht, alle Freunde, möchten auch was dazu sagen. Ich weiß ja nicht, Freunde, wie ihr beim Thema Adrenochrom drin seid, aber das ist ja wirklich... Das ist ein krasses Rabbit Hole, auf jeden Fall. Das ist ja wirklich ein krasses Rabbit Hole. Ich glaube, Olli und ich sind während Corona-Hochzeit ein bisschen too deep into it gedived, weil wir uns echt viel aber Scheiße nicht, dazu gegeben nicht haben. Aber nicht ernsthaft, sondern, also muss man immer wieder dazu sagen. Mit den Leuten, die daran glauben, haben wir uns ja in erster Linie beschäftigt. Auseinandergesetzt, genau. Weil ja auf den Corona-Demos plötzlich auch Leute angekommen sind, die der Meinung waren, Merkel opfert am Pergamon-Altar Kinder, um deren Blut zu trinken, um ewig zu leben. Das haben Leute auf diesen Demos erzählt. Mhm. Das haben die, naja. Googelt selber mal. Ach, die Leute wollen, dass es wahr ist, damit ein bisschen was Spannendes im Leben passiert, Mann. Adrenochrom. Ja, passiert ja sonst nichts. Ein Begriff, der mir vor einiger Zeit noch unbekannt war, macht heute überall in Social Media die Runde. Eine Droge, die von den Mächtigen dieser Welt geliebt und aus dem Blut von Kinderopfern hergestellt werden soll. Also alleine jetzt gerade schon bei den Vorschaubildern, da ist so viel unfassbarer, offensichtlicher Schwachsinn drin, aber wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wie medienaffin wir alle sind, die hier Twitch und YouTube konsumieren und wie wenig medienaffin vielleicht Verwandte sind, die sowas sehen und das glauben. Muss man sich immer wieder klar machen. Die Überschrift, aber Alter, die killt mich. Das ist ja ein Schlagwort nach dem anderen. Mhm. Dieses Thumbnail, was man hier gerade sieht. Achso, bei mir ist gerade was anderes. Ah, shit, was ist denn bei dir? Bei mir ist gerade türkisch. Da, ah ja, Ukraine. Ukrainian Nazis harvesting kids for VIP pedophiles ist halt, Digga, wie viele Propagandaschlagworte willst du in einer Überschrift haben? Ihr Blick ist genau das, die hat nur die Überschrift gesehen. Ja. Wow. Sich diese unheimlich verbreitet. Was steckt hinter den hitzigen Posts? Gehen wir dem auf den Grund. Wir sind die über 1000 Europäerinnen und Europäer, die sich meiner Redaktion angeschlossen haben. Unter ihnen sind KindergärtnerInnen, Lehrende, RettungssanitäterInnen, Studierende, RentnerInnen. Sie wollen, und was fällt uns auf, Olli? Die sitzen doch an der Quelle! Ja, also wenn sie auf Discord recherchieren, mit Discord-Leuten recherchieren, dann wird es spannend auf jeden Fall. Die sie betreffen, die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden. Wir gehen einem ebenso viralen wie unheimlichen Gerücht auf den Grund. Mysteriöse Netzwerke sollen Kinder misshandeln, um sie dazu zu bringen, Adrenalin auszuschütten und Adrenochrom zu produzieren. Das Molekül soll zu neuer Jugend verhelfen. Johnny Depp, der Papst. Wir wollen aufzeigen, was falsch und richtig ist, woher diese Theorie stammt, welche auch. Der Zusammenhang, hä? Johnny Depp, der Papst. Ja, man kennt's. In nomine Patri, Spiritu et Filii Johnny Depp. Filii Joe Biden. Wer kennt's nicht? Et libido Johnny Depp. Ja. Auswirkungen sie hat und auch ihre Vertreter befragen. Bonjour, Monsieur Fauré. Die Kehrseite der Gerüchte aufdecken und ihre schrecklichen Folgen. Frau, den Xavier Edwards Voice Clip, bitte.
Oh ja. Ich hab das wieder völlig vergessen. Das war voll raus aus meinem System. Un passage à l'acte violent contre lui. Eigentlich sollte man nicht über den geistigen Meltdown von den Menschen lachen, aber I'm sorry, es ist einfach Situationskomik. Les enfants seraient alors emmenés à l'IHU de Marseille où Didier Raoult les endormirait. Das ist schon der aus Stranger Things, ne? Nach wenigen Klicks finden wir heraus, dass die Parodie eine Reaktion auf die Fernsehsendung Touche pas à mon poste des französischen Senders C8 ist. Moderator Cyril Hanouna. Digga, deren Quelleneinblendungen ist wie Karate. Wird vorgeworfen, zu weit gegangen zu sein, als er einen Mann zu Wort kommen ließ, der sich als Ex-Promi-Dealer von Paris ausgibt, Gérard Fauré. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans, pour commencer. J'ai envoyé en prison, là, en HP, une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Und jetzt stellt euch mal vor, eure Eltern sehen das. In einer Fernsehsendung, die abends läuft, in der normalerweise politische Diskussionen sind, und die haben sie einfach gedacht, haha, guck mal, hier ist ein lustiger, die Redaktion ist da nicht so drin in diesem ganzen Internet-Meme-Scheiß, kennt 4chan vielleicht nicht, kriegt das Adrenochrom-Thema mit, denkt sich, ach komm, wir laden da mal einen Experten ein, ist vielleicht ganz lustig, gibt Auflage. Der spricht da und plötzlich denken 200.000 erwachsene Menschen, oh, das ist schon ein Ding mit Adrenochrom. Der spricht da, und vor allen Dingen das Krasse ist ja, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, über die letzten 2-3 Jahre meine ich tatsächlich damit, ist, wie oft, und es hat ein bisschen was damit zu tun, ihr wisst ja selber, in welcher Geschwindigkeit Nachrichten gedruckt werden müssen oder geschrieben werden müssen oder abgeschrieben werden müssen. Ich visualisiere euch das ganz kurz, was Flo meint, wie schnell? Genau. So schnell. Genau. Und all diese Redaktionen, die halt auch bei diesen ganzen Formaten wie, was weiß ich, nennen wir hier irgendeinen Scheiß wie Frontal 21 oder was weiß ich, die da sitzen, die müssen halt schon beim kleinsten Aufkeimen von irgendeinem Thema sich so eine Sendung aus den Fingern saugen. Und das Problem ist, dann hast du da so oft so uninformierte Leute sitzen, dass die sich dann einen Experten in Anführungsstrichen zu irgendeinem Scheißthema oder irgendeiner Schwurbelei ranholen, und der kann aufgrund der Uninformiertheit der anderen, weil die gar nicht die Chance haben, sich in der kurzen Zeit in die Materie einzuarbeiten, und zwar vernünftig, kann der da unwidersprochen seine Scheiße labern. Und das ist ein Riesenproblem. Die Medien legitimieren diesen Scheiß so dermaßen in den letzten Jahren. Kleiner Spoiler für euch, Politik hat Jahrzehnte so funktioniert, einfach weil alte Menschen vor einer Kamera Dinge gesagt haben, war das legitimiert. Das ist nun mal so. Das ist für diese Generation typisches Beispiel. Wenn was der sagt, hat Hand und Fuß. So ein typisches Ding, was so Großeltern sagen. Mhm. Nee, hat er nicht. Wild. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome que j'ai dénoncé, j'ai donné l'adresse du laboratoire et tout. Gérard Fauré ist uns unbekannt. Er ist offensichtlich gut informiert, denn er soll die Adresse eines Adrenochrom-Labors haben. Ja. Welches Labor meint er denn? Im Keller einer Pizzeria? Um mehr zu erfahren, besuche ich seine Website. Dort verspricht er weitere Enthüllungen. Stimmt. Für Abonnenten. 7,77 € kostet der Zugang zu den Geheimnissen von Gérard. Daran merkst du, dass Arte-Dokus gut gemacht sind. Ja? Ohne dich jetzt mit der Nase drauf zu stupsen, ist das trotzdem einfach so, okay, da ist jemand in der Sendung, der behauptet Scheiße, recherchieren wir mal was dazu. Ach, der will Geld von dir. Zusammenhang hergestellt. If a story stinks, follow the money. Fauré. Ich bezahle und sehe diese Videos. La chanteuse, la Céline Dion, elle en a trop abusé de ça. Et ce sang, il va au vieux salopard, à la bourrée d'oseille, qui achète ce sang à 100 000, 200 000 € le litre. Auch dieses. Wow. Ah, du musst aber auch echt kein Mentalist sein, um die Mimik lesen zu können, ne? Dans une émission, j'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire. Ist er links, echt? Où des petits enfants de 3 ans sont kidnappés. Sont enfermés et attachés. Versucht, den Finger zu beißen, oder? Et on les bat tous les jours. Eine Adrenochrom. So ein moderner Kinderfresser-Mythos einfach nur, weil niemand mehr wirklich den Wald gruselig findet. In einer großen Stadt musst du jetzt natürlich diese Meer vom Kinderfresser irgendwo irgendwo hinschieben, wo es genauso gruselig ist, wo du nicht hinkommst oder nicht hingehen solltest. Das ist so wild. Um Fabrik auf französischem Boden, die Gérard Fauré in einer Sendung vorgestellt haben soll. Aber welche? Obwohl die Redaktion seine Enthüllungsvideos durchforstet,
können wir sie nicht finden, also rufe ich ihn an. Er weiß nicht, dass ich den Anruf aufzeichne. Oui? Bonjour Monsieur Fauré, Aude Favre à l'appareil, je suis journaliste, je travaille pour Arte. Je travaille avec des citoyens, on s'intéresse à l'adrénochrome. On a vu les propos que vous aviez tenus il y a quelque temps dans l'émission TPMP et on cherche l'adresse du laboratoire dont vous parlez, s'il vous plaît. C'est dans le sud-ouest de la France, je me rappelle plus du petit village. Kann er vergessen. Et Martin Scholz. D'accord. Je vais vous l'envoyer dans la vidéo, on voit tout. Et monsieur, il y a une enquête de police qui est ouverte. J'en sais, mais j'ai pas suivi, j'avais d'autres chats à fouetter moi aussi, d'accord? Seit der Ausstrahlung. Hä, sein absolutes wichtigstes Thema ever, worüber er redet, ist Adrenochrom. Aber das Labor und sämtliche Infos, nee, das habe ich vergessen. Das ist ja, aber da gibt's auch Wichtigeres. Ja, aber wir bleiben bei Occam's Razor, ne? Ja. Wenn etwas keinen Sinn ergibt, dann ist meistens die unlogischste Erklärung die richtige, ne? Deswegen glauben wir ihm das jetzt mal. Nein, warte, wow, das war anders, Alter. Oder? Wie war denn das mit Occam's Razor? Nee, dann ist Occam's Razor ist. Ich weiß, wie es wirklich ist, ja, ich mache nur Spaß. Ja, aber wie war denn das? Also die logischste Erklärung ist meist die richtige. Die naheliegendste Lösung ist meistens die richtige. Tatsächlich. Wenn sich Faktoren irgendwie die. Es ist Occam's Razor. Passt auf, der Joker hat eine Waffe. Ja. Gefällt mir. Occam's Razor muss ich mir merken. Gefällt mir. Ahnung der Sendung im. Ups. Der Sendung im März 23 hat niemand herausgefunden, wo sich das Labor befindet, von dem Gérard Fauré spricht. Nun erfahren wir mehr darüber. Auf jeden Fall wurden seine Äußerungen zum Adrenochrom von fast 2 Millionen Menschen im Fernsehen und 100.000-fach auf Social Media gesehen. 58.000 Disparitions par année d'enfants et on en retrouve les deux tiers. Neben Gérard Fauré verbreitet auch die Kolumnistin Myriam Palomba die Idee eines Netzwerks pädophiler Satanisten, das Kinder opfert. J'ai fait effectivement un article sur l'adrénochrome dans le magazine Choc là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dément. Et même si je ne vais pas confirmer ce que dit Gérard Fauré aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Wie kann man sich ernsthaft in so eine Sendung setzen und sagen, es das ist schon auch naheliegend, dass sowas tatsächlich gibt? Hä? Digga, alle so geil auf. Wie sagt man? Ich würde auch gern mitreden. Man alle Fame und Cloud. Artikel in der Zeitschrift Schock. Ich kaufe sie mir. Der Titel ist unmissverständlich. Das ist schon sowas wie die Coupé, oder? Coupé! Geil! Dralle Blondine lutscht 10 Schnitze. Coupé! Krass! Ja. Oma von 10 Waschmaschinen gefressen. Coupé! Immer irgendwas mit der Oma und der Waschmaschine, Alter. Unglaublich! Kinder werden gefressen, um sie dann zu Adrenochrom zu machen. Coupé! Zu den Stars, die in diesem Schmuck. Eine und dieselbe Person seit 400 Jahren. Ich schwöre, wer das nicht mehr kennt, das ist nämlich aus Ende 90er, Anfang 2000, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die Dinger auf YouTube noch gibt. Sucht euch das mal raus. Zum Teil vor 18er Filmen auch als Kinowerbung, Alter. Die waren so lustig. Damals schon waren die lustig. 10 von 10 waren die, ja. Absolut, Mann. Schmutzigen Handel verwickelt sein sollen, gehören Hillary Clinton, Bill Gates und Tom Cruise. Ich beschließe, den Artikel über Adrenochrom, der unter der Leitung von Myriam Palomba veröffentlicht wurde, mit der Redaktion zu teilen und zu analysieren. Salut! Hello! Salut. Wir müssen aufhören, Discord-Sounds einzuspielen, das macht die Wahnsinn. On va faire ça sous forme de jeu. Je vais vous laisser fact-checker l'enquête, du coup, le dossier de Myriam Palomba. Grâce à la rédac, on a développé une petite méthode, ça s'appelle la méthode STAR. Qui s'en souvient? Alors, il y a j'essaye de me souvenir du thé. Travail. Ouais. Bravo, qui a dit travail? C'est Cam, je pense. Non, c'est moi, Daniel. Ah, c'est Daniel, pardon. Auteur et rigueur. Bravo, examiner les sources, le travail, l'auteur, c'est-à-dire quelle est sa légitimité, etc. Et le travail, c'est le travail d'enquête. Et la rigueur de ce papier. OK? Alors, attention, c'est parti. Quelles sont les sources sur lesquelles ce réseau pédocétal existerait ou l'adrénochrome serait... Enfin, voilà. Quelles sont les sources qui étayent cela? Schnell lenken wir unseren Blick auf den Teaser des Artikels, der den Markt für Adrenochrom auf mehrere Milliarden Dollar schätzt. C'est écrit, ouais, ces lignes de la sorte ont été partagées sur Facebook. Alors voilà, ça démarque... Es wurde auf Facebook gepostet, Freunde. Es wurde auf Facebook gepostet. Ich schwöre dir, das kommt safe auch von 4chan. Safe. Alter, ist das schlimm. Avec une citation...
de Facebook. J'ai vu aussi, regardez, dans les commentaires les plus populaires, on découvre alors que la reine Elisabeth II et le prince Philippe ont kidnappé 10 enfants en 1968 pour se faire un open bar appelé Spirit Cooking. Das fonctionne bei Verschwörungstheorien übrigens fantastisch, Freunde, wenn ihr ein Ereignis einfach so weit in die Vergangenheit schickt, dass es niemand mehr überprüfen kann. Ja, Mann, absolut. Das ist einfach richtig smart. Et profiter de cette mystérieuse substance qui promet la jeunesse éternelle et une expérience de kiffance ultime. Donc en fait, là, on a une deuxième source qui est quoi? Ah oui, ok, c'est un commentaire de la publication Facebook. Facebook, oui. on est dans le... Wie überfahren wurde, sie lasst es auch drin. War das lustig, sein Blick auch so. Liebig. Le haut du panier, là. Die Hauptquellen des Artikels sind Facebook-Kommentare. Einer stammt von einem mittlerweile verstorbenen Sympathisanten der britischen Armee. Ein anderer wurde von einer Amerikanerin verfasst, die Fan des Verschwörungstheoretikers David Icke ist. In simple terms, es gibt eine Spezies von Triebtätern in Reptilienform. Sie ernähren sich von der Menschheit, machen Menschen zu Sklaven und fordern Opfer. Ab dann wird es zum Satanismus. Sie ernähren sich von der Energie der Menschen und insbesondere von der Energie der Kinder. Donc là on a fait les sources, le travail du coup, le travail, qu'est-ce que vous en pensez? Le travail d'enquête, on est d'accord. Le travail serait sûrement d'aller enquêter sur le non pas l'historique du truc, mais le quelle est sa réalité aujourd'hui. Bei einer Recherche ist es unerlässlich, mit anerkannten Spezialisten über das Thema zu sprechen. Hier ein Interview mit dem Psychiater und Universitätsdozenten Laurent Carilla. Comme l'explique Laurent Carilla, le psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse, c'est un dérivé de l'adrénaline, etc., etc. Donc il a l'air d'avoir eu peut-être un échange avec ce docteur. Mit wenigen Klicks findet Wobak heraus, dass Dr. Carilla bereits 2018 von der Agence France-Presse zum Thema Adrenochrom interviewt wurde. Und zwar für einen Artikel, der diese Theorie widerlegt. Übrigens, Freunde, es gibt ja auch bei uns super viele Plattformen, Faktenchecker, die einfach für euch genau solche Bilder, Artikel etc., die viel in den sozialen Medien geteilt werden, einfach debunken und dann auch darunter schreiben, was ist daran fake. Ihr könnt gerne mal, haut mal gerne ein paar Plattformen in den Chat. Ich habe sie gerade nämlich nicht alle im Kopf. Ich weiß, dass der Volksverpetzer das teilweise macht, aber da gab es noch eine andere ganz große bekannte Seite. Der Volksverpetzer macht das, glaube ich, im ganz großen Politik. Genau, Mimikama, genau, dankeschön. Hm. Und das Korrektiv, ganz genau, Korrektiv meinte ich, dankeschön. Schaut euch die Seiten mal an, denn wenn ihr tatsächlich den Kampf in euren Familien noch nicht aufgegeben haben solltet, was ich sehr verstehen würde, ist es tatsächlich, wenn man in so einer Familien-WhatsApp-Gruppe drin ist und da wird so ein Scheiß geteilt, manchmal... Ja, das einfach mal als Link posten. Da rein und sagen so, ey, übrigens, ja, und aber gar nicht aufgeregt, so, hör, du Idiot, ist fake, sondern einfach so wirklich zu sagen, so, hey, schaut mal hier, wird aufgezeigt, dass das ein Fake ist übrigens. So ganz unaufgeregt, so beiläufig. Drive-by Aufklärungspost. Drive-by Aufklärung. Ja, genau. Sehr gut. Dans le fact-check de l'AFP, tu as la même citation. Donc en fait, elle a repris la même citation, mot pour mot, et elle a enlevé le interrogé par l'AFP. Ja, ist das Interview mit Dr. Carilla ein Copy-Paste? Sorry, dass ich mal pausiere, aber das ist tatsächlich eine Sache. Ich habe ja zumindest jetzt nicht in einem politischen Kontext oder so, aber ich habe auch viele Jahre mal als Online-Redakteur, also in Anführungsstrichen so ansatzweise journalistisch gearbeitet. Und ich kann euch eine Sache sagen, selbst in der Gaming-Branche damals, Quellen zitieren macht niemand. Es ist so schlimm. Und ich habe mir immer sehr viel Mühe dabei gegeben, immer. Ich habe auch damals News geschrieben auf dem Gaming-Portal. Ich habe immer eine Quelle angegeben. Du hast sie angegeben. Vor allem noch geschrieben. Ich habe sie noch geschrieben, ja. Das heutzutage war. Wird ja, also was ich das Krasseste finde, was man immer wieder jetzt mittlerweile auf Nachrichtenportalen sieht und was ich desaströs finde, sind tatsächlich komplett, sind Autoposts. Ja, das ist furchtbar. Übersetzt aus einer anderen Sprache. Ja, ja. Und dann als Autopost online gestellt. Das ist der Tod für die Magazine, ich sagte das. Und das ist wirklich, das ist unfassbar. Immer diese, das ist ja auch damals mit unserem Magazin passiert. Die Gier auf die Klicks hat dafür gesorgt, dass der Content immer weniger wichtiger wurde und dafür die Masse statt Klasse. Und dann war es ganz schnell, waren die Leser weg. Weil ja. Wer guckt sich das denn an? Also wer denkt denn, klar bringt dir das kurzfristig Erfolge für Seitenaufrufe oder was weiß ich, aber langfristig hauen dir die guten Leute ab. Ja, Seitenaufrufe, nur dass halt niemand mehr deinen Scheiß liest. Naja, und die kommen dann immer von Bots und die gucken deine Werbung nicht, ne? Dann kommen nämlich die ganzen Werbeblocker-Idioten auch wieder an und so.
Und es ist wirklich so, da kam von der DPA, es kommt eine Pressemitteilung, alle tippen dieselbe ab, niemand recherchiert mehr irgendwas, es wird einfach nur geguckt, ach guck mal, hier Eurogamer hat eine News geschrieben, die klaue ich mir mal, übersetze ich schnell ins Deutsche, ich muss keine Quelle checken. Ihr kennt ja meine Meinung, man muss nicht zu allem eine Meinung haben, man muss nicht zu allem was sagen können. Und wenn man es nicht kann, ist das okay. Das ist völlig in Ordnung. Dann darf man das auch kundtun. Und dann sollte man aber auch wirklich nichts sagen. Das sind so ganz wichtige Erkenntnisse, finde ich. Ja, die Leute schreiben es auch gerade. Und da muss ich aber auch nochmal sagen, da möchte ich nochmal tatsächlich hier Olle, wie heißt der Schauspieler, genialer Schauspieler, schwarzer Schauspieler, Denzel Washington, möchte ich ganz kurz nochmal zitieren. Okay, ja. Nein, ich möchte nochmal Denzel Washington zitieren, der da ganz genial gesagt hat, sometimes it is better to be uninformed than misinformed. Sehr gut. Sehr so sieht's aus. Wir stellen uns diese Frage. Die Analyse der journalistischen Arbeit führt uns weiter als erwartet. Soleil! Beim Lesen des AFP-Artikels stellen wir fest, dass viele Passagen fast unverändert von der Zeitschrift Schock übernommen wurden. Na, guck mal an. Hier verweist der AFP-Journalist auf Facebook-Kommentare, die er gefunden hat. Das hier bezieht sich auf das Kommentare Molekül. Ist ja hier noch geht es schlimmer. Um den Preis des synthetischen Adrenochroms. Oh Gott. Du musst dir das halt überlegen und das wird dann halt weitergetragen und weitergetragen, dieser stille Posteffekt, der dabei entsteht. Alter, wie kannst du denn Sachen immer krasser werden? Wie kannst du denn. Ey, komm, also. Schon allein ein Facebook-Artikel ist ja schon schlimm, aber dann noch auf Kommentare als Quelle verweisen. Mhm. Oh. Interview mit dem Psychiater, die angebliche Wirkung der Substanz, der Ursprung des Mythos und dieses Foto. Da gibt es auch einen Namen für diese typischen Anglergeschichten, oder? Der AfP macht fast zwei Drittel des Artikels von Schock aus, der die Existenz des illegalen Handels mit Adrenochrom belegen soll. Es ist clairement un debunk qui a été utilisé à des fins de validation. D'une information fausse. C'est ça qui est, je trouve, hallucinant. Ce serait fort. Franchement. Ce serait fort. Ça, un peu, non? Ça ressemble à ça. Als wir Dr. Carilla kontaktieren. Da gibt es ja auch noch dann tatsächlich das Prinzip, je öfter etwas wiederholt wird, umso eher glauben es die Menschen, ne? Weil sie es schon mal gehört haben. Oh ja, stimmt, ja, Adrenochrome, habe ich schon mal gehört. Da muss was dran sein. Bestätigt er, dass sein Zitat und sein Foto ohne sein Wissen verwendet wurden. L'auteur Myriam Palomba. Vous la connaissiez, vous? Inconnu au bataillon de mon côté. Ist Myriam Palomba Investigativjournalistin? Wobak schlägt vor, ihr Profil auf dem heutigen Ex zu untersuchen. Son titre, c'est journaliste, respecter la vérité, quelconque. Ist halt bis heute kein geschützter Begriff. Ja. Kein IHK oder Ausbildungsberuf oder irgendwas, ne? Jeder Fatzke darf sich Journalist oder investigativer Journalist nennen. Puisse être les conséquences en raison du droit que le public a de connaître la vérité, article 1 de la Charte de Munich. Die Münchner Charta beschreibt die Ethik, an die sich professionelle Journalisten halten müssen. L'article 3 dit publier seulement des infos dont l'origine est connue ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent et ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Et le fait d'imaginer qu'il y a un détournement d'un debunk AFP, ça manque pas au code de déontologie du journalisme? Wir haben Zweifel. Trotzdem ist es schwer zu sagen. Nur eine Instanz wie der französische Rat für journalistische Ethik und Mediation wie auf die könnte Bild in so einem unserem Fall Presserat gerückt wird. Recherchen erfordern Genauigkeit. Hier fallen uns viele schwammige, hohle Formulierungen und der massive Gebrauch des Konjunktivs auf. Diese Massaker, um die mysteriöse Substanz aus den Körpern der kleinen Opfer zu gewinnen, werden von den globalen Eliten seit Urzeiten praktiziert. Donc ça c'est le combo depuis l'année des temps plus conditionnel. Je pense qu'on a de quoi poser à peu près entre 80 et 85 questions à Madame Palomba. Donc écrivez dans le Discord les questions que vous avez. On va les faire remonter, les synthétiser, puis on lui posera la question. Saubere journalistische Arbeit hier wirklich. Also Faktencheck. Mit einem Experten gesprochen, Fragen formuliert, die an die Person geschickt, auf Antwort waren. Es ist echt saubere journalistische Arbeit hier. Ich möchte trotzdem nochmal betonen, dass sie nicht 85 gesagt hat, sondern einfach, weil sie Französin ist, hat sie gesagt 425. 425. Ich liebe das Zahlensystem. Einige Tage später kontaktiere ich Myriam Palomba. Sie ist zunächst von der Idee eines Interviews begeistert, lehnt dann aber ab und erklärt, sie sei Opfer eines Hashtags geworden, der sie diskreditieren würde. Je vous invite à tweeter le hashtag Myriam Palomba pédosataniste, mais personne ne sait si c'est vrai, mais il faut quand même le dire. Hein. Voilà.
Überraschenderweise kommt er von Vincent Flibustier, dem Autor des parodistischen Videos. Zehntausende Tweets greifen den Hashtag auf. Dahinter stehen ironische Internet-User. Es ist ätzend, abstruse Gerüchte zu verbreiten. Das nennt man auf dem falschen Fuß erwischt werden. Lol, Eigentor. Geschieht dir recht, der Boomerang-Effekt. Andere greifen die Codes von Verschwörungstheorien auf und vergnügen sich mit verstörenden Hinweisen. Der Beweis, sie leckt sich die Lippen, nachdem sie das Blut eines gefolterten Kindes getrunken hat. Das war jetzt Beweis, dass sie sich die Lippen aufgeknabbert hat und mit der Zunge drüber geht? Sie hat auf ihrem linken Arm eine Tätowierung, bei der es sich um den gebräuchlichen lateinischen Namen für Adrenochrom handelt. Was? Das wäre jetzt wieder so eine Sache, wo ich sage, hold up, das muss ich kurz mal selber nachschauen. Ist das A, echt? B, ist das wirklich so, der Name dafür? Der gebräuchliche lateinische Name? Ich weiß nicht, ob das echt ist. Nee, das sieht mir gefaked aus, um ehrlich zu sein. Aber Admoira Semp... Was? Nee, das ist safe. Das ist hier, safe, warte mal darauf kurz gemacht. Das ist Latein. Das ist schon mal das Erste. Hä? Was ist das? Das ist das nicht nur... Sag mal, ist das nicht nur so ein Platzhalter? Meinst du hier Lorem Ipsum? Ja. Ja, keine Ahnung. Wäre witzig. Wäre sehr, sehr witzig. Ist ein Lied von White Skull laut Google. Lol. Okay. Ai, ai. Verstörendes Video. Miriam zeichnet auf Höhe ihrer Augenbrauen das Symbol der Hörner des Tieres. Sie hat sich gekratzt an der Stirn. Ich liebe sowas. Die Reaktionen sind so... Hey, kann man da nicht den O-Ton einfach als Kontext reinpacken? Ich liebe sowas. Ich liebe auch diese ganzen Aufzeichnungen von irgendwelchen Stars, die irgendwelche zufälligen Handbewegungen machen, wo jede Scheiße geil interpretiert wird. Oder dann so ein Kartoffelvideo von Joe Biden, wo die MP4-Qualität so richtig, richtig, richtig im Boden ist. Der dann so geil blinzelt. Genau, wo dann die Komprimierung so aus den Augen so komischen Kompressionsmatch macht und alles, oh, der ist eigentlich geblinzelt, hab ich gesehen. Oh. Hier ist mein 144p-Video, schaut, was ich rausgefunden habe. Aber die 300 Menschen, die live vor Ort waren, haben das alle nicht gesehen. Aber du auf diesem Kartoffelvideo, du hast das entdeckt, auf jeden Fall. So zahlreich, dass der Hashtag von Vincent Flibustier zu den Top-Trends auf Twitter gehört und somit für zehntausende User sichtbar ist. Yes, da geht's Einige, los. Einige, die offensichtlich von der Existenz dieser Netzwerke überzeugt waren, beginnen zu zweifeln. Die Unterstützer von Miriam Palomba verteidigen sie, bedrohen Vincent und finden seine Privatadresse heraus. Nordpress ist eine Nachrichtenseite, die sich als unabhängig von ethischen Regeln sieht. Wir wollen echten Journalismus betreiben, mit Informationen über die... Das ist so geil, wie sie sich im ersten Satz selbst zerlegen. Wir wollen echten Journalismus betreiben. Ja, schade, dass das nicht geklappt hat. Die Mainstream-Medien nicht berichten und sie mithilfe betrunkener Journalisten-Schimpansen erfinden. Bonjour à tous, je suis Vincent Flibustier, je... Ihr Schöpfer Vincent Flibustier lehrt Medienerziehung und behauptet, gegen Desinformation zu kämpfen, indem er Fake News produziert, die oft parodistisch und manchmal grenzwertig sind. Seine Methoden spalten die Gemüter. Wie passt das denn zusammen? Was wollte er wirklich erreichen, als er das wilde Gerücht über ein pädosatanistisches Netzwerk, an dessen Spitze Miriam Palomba steht, in die Welt gesetzt hat? Die Kolumnistin erstattet... Das erscheint mir eher so, als ob der die Scheiße wirklich viel konsumiert, und mag ja sein, dass der sowas unterrichtet, aber ich glaube, der hat einfach einen sehr schrägen Humor und sollte das nicht tun. Oh mein Gott, der ist sofort Chain-Admin in seiner genau sowas, ja. Anzeige gegen ihn. Wir kontaktieren Vincent. Voilà, c'est lui. Voilà. Bonjour. Bonjour Vincent. Vincent sagt, dass er mit seinem gefälschten, viral gegangenen Gerücht tausende User erreicht hat, die für Verschwörungstheorien empfänglich sind und sie dazu gebracht hat, über ihre Voreingenommenheit nachzudenken. J'ai eu plein de réactions de personnes qui étaient un peu des fans de Palomba et plutôt des gens de cette complotosphère qui venaient me dire ouais, t'accuses sans preuve. Et du coup, ça permettait de me redire et d'avoir une discussion avec eux, que ce soit moi ou tout un tas d'autres personnes qui ont partagé le hashtag, mais
bon sang, vous passez votre vie à partager des trucs sans preuve. Et là, on vous fait ça minuscule. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est exactement ce que vous faites au quotidien? Faktenchecks überzeugen oft nicht. Vincent glaubt, den kritischen Geist einer sehr großen Anzahl von Menschen zu wecken, indem er derbe und virale Fake News produziert. Ich verstehe so ganz klein bisschen, was er vorhat. Er scheint das auch zu überzeichnen, hat man in der Rolle, glaube ich, gerade gesehen. Ganz genau. Und ich glaube, das wäre genau der Weg, damit du halt die Leute, die das konsumieren und sich dann dabei vielleicht in so einem Moment selber erwischen, dass es so offensichtlich ist, dass sie sich denken, ah, das ist doch fake. Und dann vielleicht weiterdenken oder so. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Aber ey, schon ein bisschen verquerer Ansatz. Ungefährlich ist das nicht. Nee. Ungefährlich ist das wahrlich nicht. Ich glaube, er unterschätzt halt tatsächlich, wie dumm manche Menschen sind. Ja. Dans des cercles un peu complotistes, il y a des années, il y a très très longtemps, je suis très partagé sur ce genre de truc-là. Le côté frontal, à part me mettre une baffe, je suis pas sûr que ça m'aurait sorti de mon schéma de pensée, parce que personnellement, ce qui m'a fait sortir de tous ces délires, c'était plus orienté santé naturelle. C'était de discuter avec posément avec des personnes en dehors d'endroits publics comme Twitter, et c'était des explications plutôt bienveillantes et posées. Je suis totalement d'accord avec toi que de toute façon, en fait, là-dessus, il n'y a pas de solution miracle. C'est très difficile, surtout de toucher une audience large avec ça, c'est de pouvoir avoir une discussion avec les gens et de pouvoir parler un petit peu posément autour de ces questions-là. Est-ce que tu te dis pas que tu as pu encourager au harcèlement? Was ich spannend finde, nicht einmal in seine Kamera geguckt, ne? Oui, oui. Après, c'est discutable. Sieht aus für mich wie jemand, der sich verteidigt, aber weiß, dass er vielleicht. Das ist nicht die beste Idee, war. Wirkt so ein bisschen so. Der weiß um die Gefahr einfach und der weiß, dass man dafür durchaus kritisiert werden kann, auch zu Recht. Aber trotzdem, glaube ich, ist seine Idee nicht so schlecht. Ja, ja. Das Problem ist, wie sehr vermischt sich das mit, wenn die Seite einfach zu professionell ist, zu gut, zu echt, dann holst du so die Hälfte ab, die es erkennen und drüber nachdenken und die Hälfte, die sich denkt, endlich sagt mal einer, weißt du? Hm. Hast du wieder das Problem. Naja, weil gerade jemand sagt, diese arme Frau, die an den Dreck gezogen hat, naja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat die sich in diese Sendung gesetzt und gesagt, das mit Adrenochrom, ja, also. Das stimmt, ich bin investigative Journalistin, das stimmt alles. Das hat die ja gesagt. Kritiquer même vertement. Je comprends, ça je comprends tout à fait qu'effectivement, c'est pas très clean, mais voilà, je trouve que c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'ils font au quotidien. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup à tous et merci Vincent. Avec plaisir. Merci à vous. Salut. Bonsoir. Bonsoir. On va détourner un tout petit peu l'utilisation de votre outil. Nous ne sommes pas un groupe alimentaire, nous enquêtons sur l'adrénochrome. Vous connaissez ? Oui, j'en ai entendu parler. Et c'est des choses effectivement qu'on a vu grossir depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous partager votre écran ? Je suis très curieuse de voir cet outil-là et voir ce qu'on peut effectivement éventuellement trouver grâce à ça. Anfang der 2010er Jahre fällt auf, dass der Begriff Adrenochrom in Europa so gut wie nicht vorkommt. Die wenigen User, die ihn verwenden, stammen aus den USA und beziehen sich auf Musik. Zu diesem Zeitpunkt ist Adrenochrom der Track eines gewissen Nick Shades aus Miami, der von Fear and Loathing in Las Vegas inspiriert ist. Oh, das ist ja Goldmaterial für Schwurbler. Das ist vor 10 Jahren, gab es da schon mal diesen Song. Und es ging da an diesem, das war an diesem Drogenfilm. Und oh mein Gott, das ist ja ein gefundenes Fressen. In diesem Film probiert Johnny Depp Adrenochrom.
Eine völlig imaginäre Droge, die bei einem Satanisten gefunden wird, der Kinder foltert. Okay, aber dann muss es ja zu dem Zeitpunkt schon zumindest diesen Quatsch gegeben haben, oder haben sie sich das für den Film 100% ausgedacht? Ich glaube ja. Ich habe das auch mal gelesen, dass in diesem Film zum ersten Mal vorkommt, als er auf diesem Bett steht, dieses, das wird aus der menschlichen Zirbeldrüse gewonnen. Okay, ich glaube tatsächlich, das ist das Ding. Das wäre ja voll geil, wenn das bestätigterweise die Herkunft von Adrenochrom ist dann. Das ist ja nicht das erste Mal, dass so ein popkulturelles Ding so einen Einfluss tatsächlich total, darauf hat. Total. Denk mal an Crocs. Denk mal an Pizza. 2016 wird diese angebliche Droge immer häufiger von QAnon erwähnt. Die Verschwörungstheoretiker versuchen im Präsidentschaftswahlkampf die Amerikaner davon zu überzeugen, dass Hillary Clinton der Kopf eines pädosatanistischen Netzwerks ist, der berühmte Pizzagate-Fall. Oh, Digga, aber dann kann ich mir doch jetzt schon herleiten, wie diese QAnon-Spinner, die diese Webseite betreiben, die werden wahrscheinlich einfach einen richtig lustigen Kiffabend gehabt haben. Nochmal schön Film, ach komm, hier, wir geben uns Fear and Loathing in Las Vegas und dann kommt die Szene und denken sich, ach, das ist die Idee, das machen wir. Wir behaupten das, Hillary nimmt das. Ganz ehrlich, ich glaube, QAnon ist das moderne Kreuz.net. Ja, ich glaube, das ist auch. Ein völlig aus den Fugen geratenes Trollprojekt gewesen, ja, wo irgendwelche 4chan-Incels sich hingesetzt haben und dann. Die hatten halt leider einen Typen dabei, der seine Chance gesehen hat und gesagt hat, daraus kann ich eine mächtige Nummer machen, sowohl finanziell als auch einflusstechnisch. Ach du, solange der... Dann haben sie es zu weit getrieben. Solange der nicht auf einem Thron durchs Weltall fliegt, glaube ich dem kein Wort. Oder sein Auto ins Weltall schießen. Ja. Kinder eingesperrt und misshandelt werden. Als der Mann, der die angeblich im Keller gefangenen Kinder befreien will, an einem Sonntag das Feuer eröffnet, wird das Ganze zum Drama. Zum Glück wird er schnell festgenommen. Es gibt keine Verletzten, keine gefangenen Kinder und auch keinen Keller. Nun. Die von der Alt-Right-Bewegung verbreitete Theorie erreicht während des Wahlkampfs 2020 ihren Höhepunkt. À partir de 2020, la présence d'Adrenochrome sur le Web est multiplié par 12 en termes de... Weil gerade jemand im Chat schreibt, aber das Molekül Adrenochrom gibt es tatsächlich. Ja, weil Leute, die Filme machen und dann so einen Scheiß behaupten, wahrscheinlich eine kurze, ganz oberflächliche Recherche gemacht haben. Aber wir wollen jetzt eine Droge erfinden, was würde denn passen? Und dann haben sie vielleicht irgendwie bei so Biostoffen, körperlichen, chemischen Stoffen gesucht, so, ah, okay, was macht denn das und das? Luna war doch auf jeden Fall im Chat. Die könnte das wissen. Wie heißt denn das, was freigesetzt wird und durch deinen Körper schießt, kurz bevor du stirbst? Das ist doch auch irgendeine Substanz. Senf, genau. Dieser Hirnsenf, der da freigesetzt wird. Also wirklich kurz bevor du stirbst, flutet irgendwas. Cytochrom C? DMT? Ja, genau, DMT, das ist doch das Ding. Ja, genau, das ist doch das Ding. Damit hätte ich schon lange gearbeitet aus Filmen. So das Ding schlechthin, nur mit dem Unterschied, dass es das ja jetzt gibt. Oh, da könntest du wahrscheinlich was basteln, dass wenn du irgendwie genug DMT dosierst, dass du auf eine andere Bewusstseinsebene kommst oder so ein Scheiß. Da könntest du dir garantiert was ausdenken. Das tust du ja. DMT ist doch das Zeug, was den Typen da 11 Monate in ein anderes Universum katapultiert hat. Ach, das ist das. Ach ja, das ist dann, das Zeug. Okay, das gut, dann brauche ich mir das gar nicht mehr ausdenken, dann ist das ja wirklich so. Das ist echt abgefahren. Die experimentieren mittlerweile in Großbritannien damit, dass sie Leute irgendwie versuchen, länger als... Können wir es einfach die Isekai-Droge nennen? Länger als 2 Stunden oder so in diesem State zu halten. Krass. Und das ist total abgefahren. Also dieses DMT-Zeug ist auch medizinisch betrachtet und so, ist das echt abgefahren, was da geforscht wird. Das ist also total crazy. Entweder nennen wir das jetzt Tsukuyomi oder wir nennen das wirklich die Isekai-Droge, wirklich. Eins von beiden muss sein. Geil. Richtig wild. Je veux bien essayer de comprendre du coup comment ce terme nous est apparu à nous là sur nos réseaux sociaux alors que moi personnellement j'avais rien demandé quoi et d'autres membres de la rédac non plus.
Während der Begriff Adrenochrom 2020 in Frankreich in Social Media dreimal weniger vorkommt als in Deutschland, setzt er sich in der Pandemie nach und nach durch. Klar. Hey, wir sind alle zu Hause, uns ist langweilig. Mutti braucht noch mal irgendwas, um am Sprachrohr zu sein in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Ich möchte da mal ganz kurz einen Vergleich aufstellen für eine Beobachtung, die ich getroffen habe. Es ist ja heute so, Internet, Öffentlichkeit, Fame, jeder hat eine Plattform und kann was sagen, etc. Und nun gibt es Menschen, die dann auf den sozialen Medien, auf den großen sozialen Plattformen auch eine große Reichweite haben. Und das ist ja für viele Menschen, ist das ja so insgeheim erstrebenswert. Und jetzt kommt Mutti und hat ihre eigene soziale Plattform. Und das verstehen aber die meisten Leute nicht, wenn ich ihnen das versuche zu erklären, dass WhatsApp auch eine soziale Plattform ist. Aber mit einem, mit einem geschlossenen Kreis, zum Beispiel deiner Familie. Aber es ist ja trotzdem... Ist ja trotzdem Social Media. So, und jetzt hast du die Möglichkeit. Es muss aber kein geschlossener Kreis bleiben. Es kann tatsächlich zu einer richtig Telegram zu einer oder richtigen so. Social Media Plattform kommen. Olli, falls du da einen Link zufällig hast, den du den Leuten unsere WhatsApp-Gruppe zur Verfügung stellen könntest. Ja, habe ich gerade nicht an der Hand den Link. Aber warte mal, habe ich hier. Warte mal, kann ich das? Ich bin ja nicht Admin. Haben wir einen Befehl? Nee, ich muss noch einen Befehl basteln. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, sucht mal einfach nach Dr. Freud. Wahrscheinlich findet ihr sie schon. Kommt immer in die Gruppe. Ansonsten geht ihr auf Instagram. Auf meinem Profil, da habe ich eine Story angepostet, direkt unter meinem Profilbild, da klickt ihr drauf, dann kommt ihr in die WhatsApp-Gruppe. So, aber um beim Thema nochmal zu bleiben, wenn Mutti dann sowas liest, irgendwo auf Facebook mit Adrenochrom und so, dann teilt sie das nicht, weil sie denkt, oh Gott, ich muss die Menschen darüber aufklären. Die Dynamik ist eine komplett andere. Die Dynamik, ist das die? Geil. Bam, bam, bam. Nice. Ich vielen Dank. So ja, Dr. Gestern. Freud steht hier. Tatsächlich. Ja. Ja, geht doch mal. Kommt mal alle rein. Wir posten da so random Shit. So, was wir auf Social Media nicht posten. Olli postet so den, da random Shit, poste weil Olli ist ja Admin und noch kann man diese Gruppen nicht gemeinsam leider bespielen, aber was super sad ist. Kommt mal gerne rein. Ich würde mich freuen. Ich poste da immer mal wieder einfach irgendwelche Sachen, die ich nicht auf Social Media poste. Die dann aber wahrscheinlich meistens ein bisschen lustiger sind und so. Genau. Also, Mutti sieht das danke, dann, Smoky. Postet das halt in ihre WhatsApp- oder Facebook-Gruppe, um bei sich in ihrer sozialen Bubble was zu sagen zu haben, dass andere denken, oh, die Moni, die ist aber gut informiert. Ja. Das erhöht ja deine Position in deinem sozialen Umfeld erstmal. Du stehst auf der Bühne und die anderen hören dir zu und das ist ja irgendwie für manche Leute irgendwie voll erstrebenswert. Und das ist die einzige Dynamik, die da stattfindet. Dies wird von besorgten Internet-Usern geschürt, von denen einige offensichtlich von Gérard Fauriers Aussagen überzeugt sind. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Der Höhepunkt ist am 9. März 23. Wild. Ich mache jetzt Folgendes. Für alle, die da jetzt frisch reinkommen, Freunde, mache ich jetzt ein kurzes Video. Für euch. Ja, damit herzlich willkommen in der WhatsApp-Gruppe, Freunde. Hier einfach live gemacht. Kuss. Danke, dass ihr gejoint seid. Muah. Kommt in die Gruppe. Komm in die Gruppe, ja. So, das poste ich da jetzt schnell rein, als Beweis, dass das auch echt ist. So, Galerie, zack, bumm, let's go. So. Oh, krass, Alter, das waren jetzt 400 Leute, die dazugekommen sind. Crazy. Dankeschön dafür. Kommt alle rein, Freunde. Ist wirklich. What? Echt? Ja, ja, es hat wirklich gut funktioniert. Also, 400? Kommt da gerne mal rein. Sehr, sehr geil. Link ist oben angepinnt. Dann will ich meine Sugar and Sharks Gruppe aber auch noch posten. Ja, da könnt ihr auch gleich mit reinjoinen, Freunde. Da postet Flo seinen Kram. Also, yeah. Rainer. Ach, guck mal, da, Ausrufezeichen Gruppe, da ist er ja. Da könnt ihr auch rein. Wir haben einen Code dafür. Ach, guck mal. Ah, Ausrufezeichen Gruppe ist es. Ah, Ausrufezeichen Gruppe. Geil. Guck mal einer an. Wusste ich auch sweet. Nicht. Warum er das gemacht hat, dankeschön. So, bin heute schon wegen dem Podcast gejoint. Nice. Alright, wir gucken mal weiter. Sorry, Freunde. Aber auch an alle auf YouTube, die zuschauen. WhatsApp-Gruppe. Rein. An diesem Abend wird Touche pas à mon poste ausgestrahlt. Und tout d'un coup, ça explose à partir de 21. Na ja, klar, die Leute wollen sich darüber informieren. Bravo, Hashtag Fauré. Ein lustiges Meme. Schaut selbst, was Adrenochrom ist. Anuna hat heute Abend darüber gesprochen. Jusqu'à maintenant, on était toujours sur un centre de gravité qui était plutôt... les États-Unis, mais là on voit que la France est devenue vraiment très foncée là, avec quasiment autant de contenu sur la France. Sinne des Wortes wird es in Frankreich. La première fois où le terme adrénochrome a une présence équivalente dans un autre pays que les États-Unis. Ah oui, la France qui devient la capitale de l'adrénochrome en fait. Ramenée à sa population, oui. Mais alors, ce qui est intéressant,
Si on compare les conversations avant le pic de visibilité et les conversations après le pic de visibilité de TPMP, il y a une augmentation de plus de 50% du nombre de contenus qui parlent d'adrénochrome en France. Donc en fait, TPMP a permis au sujet de l'adrénochrome de franchir un palier, ça s'installe comme un sujet comme ça qui est dans l'imaginaire collectif et qui revient régulièrement dans les conversations. Diesem Tool zufolge ist Frankreich heute unter den Top 3 der Länder, in denen Adrenochrom in Social Media am meisten diskutiert wird, hinter Großbritannien und den USA. Mann. Und Deutschland? Um das zu untersuchen, verwende ich nun ein frei zugängliches Tool, Google Trends. Hier sehe ich, wie sich die Anzahl der Suchanfragen zu Adrenochrom in Deutschland entwickelt hat und stelle fest, dass sie zwischen dem 29. März und dem 4. April, dem Beginn der Covid-Pandemie, 100-mal häufiger waren als üblich. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg. Dieser Weg wird steinig und die Kinder. Alter, das war so wild mit Alex Xavier Naidoo, ey. Was ist wohl passiert? Ich teile dies den deutschen Mitgliedern auf Discord mit. Was ist wohl passiert? Ah, hallo. Hallo an alle. Hallo. Jetzt kommt einfach so, oh, bonjour, hallo. Was machen Sachen? Was machen Sachen? So, sehr thank geil. You for being there. So, yes, tell me just a bit about you. Also, hallo zusammen. Ich bin Alexandre. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus dem... Der war beliebt in der Schule bei seiner Französischlehrerin, weil er seinen Namen im Französischunterricht immer französisch ausgesprochen Alexandre. Hat. Ja, hallo, ich bin Alexandre. Geil. Norden von Deutschland, also ich komme aus Hamburg. Möchtest und ich bin erstmal? Lehramtsstudent im Master jetzt für die Fächer Französisch und Englisch. D'accord, okay. Donc on a un bilan. Okay. Bravo, parfait. Okay. Had you Bravo, parfait. Heard of that theory? Ich habe es in den Medien gehört, aber ich bin jetzt nicht ganz vertieft in der Materie. Also das ist jetzt neben Alexandre begrüße ich Marlin, eine Schülerin aus Hamburg, Arnaud, ein Student der Politikwissenschaft und Emma, eine Sozialarbeiterin. Warum sah er wirklich wie ein Politikwissenschaftsstudent aus? Ich zeige Ihnen meine Ergebnisse. Ja. So what happened on that, in that moment with Adrenochrom? Um herauszufinden, was an diesem Tag passiert ist, geht Emma auf die österreichische Faktencheck-Seite. Das Witzige ist, der war entweder Politikwissenschaftler oder Reha-Pädagoge. Ja. Für mich, ich weiß genau, Augen. Was du meinst. Ja. Ja. Mimikama und findet Folgendes. Aha. Es gab ein Video von Xavier Naidoo, der hat diese Theorie auch sehr bekannt gemacht. Das Video ist verlinkt, aber auf YouTube nicht mehr verfügbar. Man kann es nicht mehr anschauen. Findest du bestimmt noch. Das Video ist am 2. April. Hashtag aufwachen. Ja, ist sie well known? Ja. Yeah. He's a big musician. Can we play it? Man kann nicht sagen, he's a big musician. Du musst einfach mal sagen, dass Xavier Naidoo, zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr, aber einer der bedeutendsten, größten Künstler Deutschlands ist. Gehört hat, ja. Der Erde. Kinder. Aus den Händen. Kinder. Digga, ey, ist nicht okay. Pädophile Netzwerke befreit. Boah, ist das unangenehm. Nicht so, wie ihr denkt. Nicht das Pädophile, was mir. Nicht das. Oh, nee, den kann ich übrigens. Adrenochrom. Ich brauche den Clip. Der Sänger postet das Video zunächst für seine Fans auf seinem Telegram-Kanal. Sofort wird es von 100... Es ist so traurig. Es ist wirklich so schade, dass wir Leute, die halt einfach anderen Menschen so viele schöne Momente gebracht haben im Leben, so crashen. Einfach so. Weg. Das ist so krass. Tausenden weiterverbreitet und angeklickt. Auf TikTok und YouTube. Also dadurch, dass er auch sehr bekannt ist und beliebt ist in Deutschland, also war, hat er eine große Menge mitnehmen können, glaube ich, auch dadurch, durch seine Popularität. Klar. Die Tränen des kommerziell erfolgreichen Sängers werden von mehreren Medien aufgegriffen, was die Verbreitung dieser Verschwörungstheorie noch verstärkt. Du musst überlegen, wir stellen jedoch sieht fest, man ja gerade in dem Bild, der saß bei Deutschland sucht den Superstar in der fucking Jury.
Das ist in Deutschland ein Popularitätslevel. Ja. Alter. Für Deutschland ist das schon... Uff. Dass der Sänger, der sich in verschwörungstheoretischen, oft pro-russischen Kreisen bewegte, seit dem Krieg in der Ukraine die Verbreitung seiner Theorien eingestellt hat. Hier erklärt er, dass seine Frau Ukrainerin ist und ihm die Flucht seiner Schwiegerfamilie die Augen geöffnet hat. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet. Das Ding, was er vom Teleprompter abgelesen hat, um zu versuchen, seine Karriere zu retten, oder? Das ist das, oder? Ich habe also wirklich das, ich habe das Video gesehen und dachte mir so, ach, weiß ich nicht, Digga. Fühlt sich nicht echt an. Von denen ich mich wobei ich ihm auch nicht, also, ich verstehe dich zu 100%, aber ich möchte ihm nicht absprechen, dass nein, auf gar keinen so Fall. Eine Erfahrung mit der Familie seiner Frau dann doch nochmal was gemacht hat. Auf jeden Fall. Und jetzt kann er ja auch ernst meinen. Vielleicht ist er dann auch einfach, vielleicht dachte er sich einfach, vielleicht, ne, Survivorship Bias, vielleicht dachte er sich einfach so, Digga, ich bin so nervös, es ist so viel Scheiße passiert, ich lese das lieber sicherheitshalber mal vom Teleprompter ab. So, ich berichte ja nur, wie es auf mich gewirkt hat. Und das wirkte auf mich halt irgendwie nicht authentisch. Ja, vielleicht war es auch. Vielleicht hat er ja dann wirklich versucht, auch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also im Sinne von, dann muss ich mich jetzt irgendwie öffentlich rehabilitieren, weil ich hab's halt jetzt irgendwie zumindest in ein paar Punkten gerallt. I don't know. Ich würde tatsächlich Yoshi aus dem Chat recht geben. Ich würde es mir für ihn wünschen, tatsächlich. Das ist echt das. Das würde ich mir wünschen. Aber distanziere und lossage. Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe mich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. Eine plötzliche, sehr seltene Wendung. Emma war Schülerin an einer alternativen Steiner Schule, die viele unbegründete Theorien propagierte. Sie weiß, wie schwer man da rauskommt. Eine alter, was, eine Steiner Schule? Kenne ich gar nicht. Kennst du das? Steiner Schule? Ja. Eine Waldorfschule. Ach, das ist eine Waldorfschule? Hä? Oh, Waldorfschule ist doch voll okay. Nee, Digga, nee. Waldorfschule, richtig schwierig. Warte, waren das die in der Zigaretten... Mag ein paar gute geben, aber Waldorf. Ja, ich weiß, es ist super schwierig, da passiert echt viel Scheiße so. Aber war das nicht das Ding mit den mit dieser Zigarettenfabrik? Gibt in Berlin, ist das eine Waldorfschule in dieser ehemaligen Waldorf Astoria, das ist das tatsächlich. Das war da, ach, das verwechsel ich, Mann. Ach, exakt, Gott. Exakt. Ach, stimmt, das war der Rudolf Steiner. Ah, ja, doch, warte mal, ich verwechsel das mit Montessori, my bad, sorry, Freunde. Nee, Montessori, ganz andere Geschichte. Ja, my bad, ich verwechsel das ständig und ich weiß nicht, warum, es tut mir leid. Ja, nee, klickt gerade bei Rudolf Steiner, ist schwierig. Schwierig, das war ja so mit, war der nicht auch so mit Lichtheilung unterwegs und so? War da nicht irgendwas? Der ist ganz anders unterwegs, der ist auch mit Herrenrasse so und so unterwegs. Ja, da war ganz viel wilder Scheiß. Ganz anders irgendwas die klingelt. Die Weißen sind die Lichtwesen und hast du nicht gesehen, also richtig. Also das ist jetzt auch, ich bringe jetzt hier wild Sachen durcheinander, aber das ist wirklich, huiuiui. Ja. Kackehörnchen und Demeter ist auch Steiner, oder? Fragt hier jemand im Chat, ich habe keine Ahnung. Mir ist das Thema insgesamt sehr wichtig. Weil ich das Gefühl habe, mit meiner Vergangenheit, Anthroposophie, ich hätte auch selbst eine Person sein können, die an diese Verschwörungstheorien glaubt. Und mir hat es sehr geholfen, dass Menschen aufgeklärt haben. Dankeschön. Emma hätte glauben können, dass eine kriminelle Elite Kinder opfert. Das liegt auch daran, dass diese Verschwörungstheorie stark mit Emotionen spielt. Die mutmaßlichen Täter variieren, aber im Grundgedanken sind es dämonische Bluttrinker. Dieses Thumbnail macht mich so fertig von Hillary Clinton, Alter. Er ist so witzig. Mächtige Menschen, die die Fäden ziehen. Bonjour. Santé, ça va bien? Ça va bien, oui. Marie Pelletier ist Expertin für Verschwörungstheorien und erklärt, dass diese eine jahrhundertealte antisemitische Weltanschauung vermitteln. Le conspirationnisme, c'est une arme antisémite, historiquement. Et dans l'imagerie antisémite, il y a beaucoup l'idée du juif qui sacrifie des enfants, voire qui les viole, etc. C'est déjà d'ailleurs ce qui justifie les pogroms à la fin du 19e siècle. Dans la propagande nazie, c'est des choses qu'on voyait beaucoup. Les juifs, à la fois qui tirent les ficelles, mais aussi qui font des réunions avec des élites où on sacrifie des enfants, où on abuse d'eux, etc. Alors moi, ce qui m'étonne, nous, on a regardé solche PFP, Bilder her, je sais pas, si vous regardé. Oui, oui. Je crois. Dann muss ja damals irgendjemand gezeichnet haben, sich gedacht haben, voll gute Idee, jetzt mache ich. Mal jetzt wieder Leute, Kinder über einen Brunnen erstechen. Naja, konntest ja schlecht ein Foto faken. Ja, ist schon klar. Ist halt, weißt du, ist halt Kartoffeldruck, Photoshop. Ja, Digga. Ich crois pas qu'il parle des Juifs, par exemple. Vous voyez? Non, et Myriam Palomba, en plus, elle dit qu'elle est juive, donc elle se cache derrière ça.
Mais donc, qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent ça sans attaquer la communauté juive. On est dans un logiciel de pensée et une logique qui est une voie vers l'antisémitisme. Et ça, moi, je n'en démords pas. Que ce soit conscient ou non, on va, quand on rentre dans cette manière, ce rapport au monde, ce logiciel de pensée, on va tomber sur une pensée antisémite et des contenus antisémites. Moi, ce qui m'inquiète effectivement dans ce genre de théorie... Was sie sagt, ist ja was, was wir auch kennen. Ne, was wir ja auch viel festgestellt haben während dieser ganzen Corona-Schwurbler-Sachen und so, wie nah das immer am rechtsextremen Rand war und so, und wie nah da plötzlich solche Sachen mit reinkommen, wie schnell. Schon kann ich ihr, würde ich, kenne ich mich zu wenig mit aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber fühlt sich nicht falsch an. Probabilité de passage à l'acte violent. C'est le fait qu'on en vienne à déshumaniser des gens, à les accuser de choses dont ils n'ont pas commises et à justifier la violence à leur égard. C'est aussi ce qu'on a vu avec Pierre Palmade, où là aussi, moi, je me suis dit à un moment donné, il va... Minuten. Bonsoir à tous, bonsoir le chat, bonsoir au modérateur aussi. Was? Jetzt bin ich gespannt. Et surtout, bonsoir à notre invité. Das müssen die krassesten Gérard Fauré. Monsieur Gérard Fauré, bonsoir à vous. Journalismus sein. Bonsoir. An der Seite von Gérard Fauré, Gina Jade, eine Wahrsagerin, die wegen Betrugs, betrügerischen Ausnutzens von Unwissenheit und Gewalt gegen eine schutzbedürftige Person zu 18 Warte Monaten kurz. Haft verurteilt wurde. Kam lange nicht mehr zum Einsatz. Sass. Ja. Okay, Gold Tiger Table 700 ist auch dabei. Auch Tisch der widerständigen Wahrheiten genannt. Sie wollen Millionen Französinnen und Franzosen vereinen, um die neue Weltordnung aufzuhalten. Ja. Sehr gut. Was ist denn mit seiner Kamera? Halt dir die doch nicht so ins Gesicht, Mann! Was ist denn mit Gérard? Ich weiß nicht, was hast du denn, Oliver? Was ist denn dein Problem jetzt genau? Ich verstehe das nicht, Oliver. Ich finde es unmöglich, wie du mit den Leuten redest. Ja. Ah, sehr nah dran. Washington DC. Also sein Winkel erlaubt noch besser den Blick auf seine mittlerweile auch ergrauten Nasenhaare, ich sagen. Weißt du, was das ist? Er denkt, er wäre in einem Voice Call und macht den Sprachnachrichten, Heino. Und er redet so. Und er weiß nicht, dass er eine Videocall ist. Das ist das. Oh, yes. Sous le Capitole, ils ont découvert une usine d'enfants. Je sais pas si tu... Hab ich in deinen Händen gerade ein Klapphandy gesehen? Vielleicht. Ich kann zaubern. Oh! Oh! So einer bist du. Ich konnte nicht mehr warten. Ich konnte nicht mehr warten. Okay, verstehe ich. Des enfants n'a retrouvé. Jetzt muss ich fragen, was sagst du? Des milliers de cadavres. Ist erstmal eine Umgewöhnung, aber wenn man es gemacht hat, ist geil. Ist ja nicht, mein erstes Fold, also Foldable. Mhm. Aber in erster Linie muss ich tatsächlich sagen, ich bin gigantischer Fan vom Arbeiten da drin. Mhm. Also ja, vor uns. Allem, was so Sachen wie so InShot oder halt sowas wie Lightroom und so angeht, ist so geil. Ja, auch geil. Sachen gucken dabei und so. Ich bin auch, sag auch jeder, der mich gefragt hat, oh, soll ich auch und so. Ich habe gesagt, wenn du wie ich 80% deiner Arbeit am Handy verrichtest und ansonsten auch viel Medien konsumierst daran, ja, andernfalls brauchst du es nicht. Nee. Andernfalls brauchst du es einfach nicht. Absolut. Aber wenn du so, also gerade für mich, ich konnte jetzt einfach wirklich mal neben meiner Frau wenigstens so auf der Couch sitzen und konnte halt wirklich in Lightroom richtig geil einfach so ein paar Fotos für Social Media einfach bearbeiten und so. Ist schon mega geil. Das ist schon echt cool. Ja. Enfant coupé à moitié. Enfant coupé à moitié. Die Lippen wollen uns aufhalten. À qui on avait enlevé les organes et à qui on avait sucé tout le sang pour faire de l'adénochrome. Die Perspektive hilft ihm auch nicht, irgendwie seriöser zu wirken. Dieses Gerücht stammt von der US-Seite RealFilmTV, spezialisiert auf prophetische Visionen. In dem Video attackieren die Moderatoren und Gérard Fauré den Mal ganz kurz, das Symbol links Vorsitzenden oben. Des Vereins Wanted Pedo, Maxime Montour, Vorsitzenden des Organe. Dieses Symbol links. Mhm.
Das ist aus Dead Space. Keine Ahnung. Das ist doch dieser Monolith aus Dead Space, das oder kann, nicht? Das kann sein, vielleicht auch Gamer, der François Radical. Kein Scheiß. Ein Marker, genau. Er avait sucé tout le sang pour faire de l'adénochrome. D'accord? Dieses Gerücht stammt von der US-Seite Real Thing TV, spezialisiert auf prophetische Visionen. In dem Video attackieren die Moderatoren und Gérard Fauré den Vorsitzenden des Vereins Wanted Pedo, Maxime Monteau. Der ehemalige Fernfahrer ist ebenfalls von angeblichen pädosatanistischen Netzwerken besessen. Gérard Fauré beschuldigt ihn des Kinderhandels und sucht nach Informationen über eine seiner Firmen, die offenbar mit Glücksspiel zu tun hat. Bien entendu, c'est pas Monaco. J'avais dit, das ist immer noch ein Beweisvideo. Nee, die spielen Geogesser. Und Video peut-être joue au Bonto ici hein, sur les poubelles. Peut-être que c'est un endroit où on fabrique de l'adénochrome comme vielleicht versteckt sich da auch der Eingang zur Hohlerde. Nee, das ist, Flo, guck mal genau hin. Das ist ein großer Alienkopf, der nach unten geneigt ist. Ah ja, jetzt siehst du es auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, aus der Perspektive, ich glaube, es ist eine Schneeeule, die ihr Gefieder putzt. Nee, das ist ein Alien. Ich sag Schneeeule. Er hat kurz seine wahre Identität gezeigt, aus Versehen. Ist kurz geswitcht. Ja. Il découpe des enfants, il récupère le sang et tout. Est-ce que c'est un endroit que personne ne pourrait soupçonner? Peut-être que c'est là qu'il enchaîne. Qu'il enchaîne les petits enfants, je sais pas, moi, il doit se faire un gros truc. Ouais. Gérard, je ne pense pas qu'il ait la compétence de créer de l'adrénochrome. Mais quand je dis adénochrome, c'est peut-être lui, il prête le local à d'autres. Vielleicht in seinen Sätzen. Savoir. Tu sais, moi, je sais ouvrir les portes et je vais aller voir de mes propres yeux, maintenant que j'ai l'adresse, je vais me rendre là-bas et t'inquiète pas, je vais rentrer dedans. Quitte à aller en prison, si on me chope, je m'en bats les couilles. Je veux savoir ce qu'il y a derrière ces portes et je le saurai. Das war jetzt voilà. Der Beweis, ja? Alors, il est prévenu, peut-être qu'il va déménager, je ne sais pas. Jetzt dann, es wird sie ihn darauf ansprechen, okay, ich habe das Video gesehen, warst du bei der Adresse? Dann würde er sagen, ja, da war's. Da war's? Ja, da war's. Okay. Mais je vais y aller très vite, peut-être demain ou après-demain. Ah, moi, je suis rapide. Moi, je bats le fer quand il est chaud. Hier sollen also Kinder geopfert worden sein. Wir fragen uns, was Gérard Fauré gesehen hat, als er sich an den Ort des Geschehens begab. Ich bitte ihn um ein Interview, aber er lehnt ab. Oth, ich bin ehrlich. Ich habe keine Lust, an Ihrer Sendung teilzunehmen. Ich rufe ihn an. Komisch. Bon, écoutez, j'ai vu la vidéo, du coup. Ah, d'accord. Alors? Alors, du coup, on voit juste la porte. D'un local, donc je me demande si c'est pas un tout petit peu juste pour affirmer qu'il y a un laboratoire d'adrénochrome à cet endroit. Non, monsieur, dans la vidéo, c'est vous qui parlez du laboratoire. Er kann sich nicht mal an seinen eigenen Scheiß erinnern, den da gelabert hat, Mann. Was für ein Alter. Genauso funktioniert ihr alle. Ich muss auch wieder rauszoomen, das ist ja anstrengend hier. So, Digga, ey. So, Freunde, da bin ich wieder. Adrénochrome. Comment ça, c'est moi qui le dis? Bah oui, c'est vous. Oui, peut-être. Ça, c'est possible, mais je veux dire, au départ, c'est Gina qui le dit. Je ne fais que répéter, c'est tout. Le laboratoire a existé, ça, c'est garanti, quoi. Enfin, garanti, oui. Et du coup, dans la vidéo, vous dites, ah, ben, je vais y aller, je suis chaud. Sorry an alle, die große Fernseher haben und gerade zugucken. Mais demain, vous y êtes allé ou pas? Non, je suis pas allé. Parce qu'après, je me suis dit, bof. C'est pas trop mes oignons, tout ça. J'ai jamais vu ce laboratoire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Am Ende unserer Recherche hat Arcom, der Ombudsrat für audiovisuelle Medien, Seaweed zu einer Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt, weil Gérard Fauré verschwörungstheoretische Äußerungen über Adrénochrome getätigt hat. Naja, Frage geklärt. Ça va? Ça va. Bah, c'est le dernier live, je pense, sur cette enquête sur l'adrénochrome. je voulais vous dire déjà un. Kann man ganz kurz appreciaten, wie gut Arte ist? Dicker? Ja, wie immer, Alter. Ey, was für ein gutes Video auch einfach, von vorne bis hinten. Völlig unaufgeregt, nicht skandalös, einfach so, okay, das gibt's, wir checken das, wir machen auch guten Journalisten. Ja. Ja, ist ja schön, wenn bei einer Story die Facts halt einfach so gut sind, dass das schon das Entertainment ist, ne? Ja. Bravo pour les contributions, parce que ja, das sticht y en a heutzutage qui sont raus. Au taquet, qui ont vraiment donné de leur personne, donc franchement, bravo.
Et du coup, je veux bien que vous nous fassiez part de ce que vous en pensez, quoi. Ils ont de l'imagination. Mais en fait, personne n'est allé sur place. Personne n'est allé vérifier. Et donc, ils avancent des hypothèses en disant « Ah, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. » Mais à partir de quoi ? Bah, de rien, en fait. on est dans l'exemple parfait du biais de confirmation. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Le biais de confirmation, c'est à partir du moment où on a une hypothèse, on ne cherche que des preuves permettant de confirmer l'hypothèse. Donc là, son hypothèse, c'est des élites enlèvent les enfants et les sacrifient pour des choses satanistes. Donc, je cherche toutes les preuves que je peux qui permettent de prouver ça. Et je ne cherche aucune preuve qui me permettrait de prouver le contraire. On n'est même pas dans la preuve, en fait. On est dans des pseudo-trucs qui pourraient, si... Es kommt ja noch erschwerend hinzu. Es ist ja nicht nur so, dass sie nur nach Beweisen suchen, die das bestätigen. Nein, sie finden ja nicht mal die. Und dann denken sie irgendeine Scheiße aus. Mein Gott. Pire que ça voudrait dire ça, mais enfin, c'est, on n'est pas dans un élément de preuve. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Peut-être que cette enquête, elle nous mènera encore à d'autres idées. Je vous souhaite une bonne soirée. On continue Citizen Facts. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'est cool. Allez, okay, bonne soirée. Mathis, die Idee auch. Salut, prenez soin de vous. Einfach so. À bientôt. Citizen Facts, cool. I like. Ja. Von satanisch zu Satan ist nicht. Oder so. Das ist auch ein guter Titel. Das schreibe ich direkt mal auf. Ich habe ja auch noch Pädosatanisten hassen dieses Video gemacht. Dann musst du von satanistisch zu Satan ist nicht. Ja, von satanistisch zu Satan ist nicht. Stark. Also Pädosatanisten hassen dieses Video, mache ich weg. Ja, das ist auch ein bisschen nicht so geeignet für YouTube. Ja, ich habe es einfach nur aufgeschrieben. Pädosatanisten hassen diesen Trick. Oder einfach so Recherche, Doppelpunkt, Pädosatanisten hassen diesen Trick.